Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses Armband anfertigen könnt. Und zwar besteht es aus drei Einheiten, was ihr so sehen könnt. Sozusagen der Rand, das Lilane wäre eine Schicht für sich und das Weiße oben auch nochmal extra. Es wurde mit einer Armbandverlängerung hinten verlängert und ja, so sieht es aus. Mein Beispiel wird regenbogenfarben sein, wobei dieser Bereich regenbogenfarben ist. Was hier lila ist, wird bei mir gelb und weiß bleibt weiß. Und was ihr dafür benötigt und wie es funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr stellt den Numen so vor euch, dass der Pfeil von euch weg zeigt. Dass alle drei Reihen so auf den blauen Flächen angebracht sind, dass die Stifte die geschlossene Seite zu euch zeigt. Und die mittlere Reihe ist um eins nach vorne versetzt. So, wir fangen zuerst, was hier rosa ist. Damit fangen wir zuerst an und das wird bei uns regenbogenfarben. Das heißt, ich fange mit der ersten Farbe an und das wäre gelb. Ihr spannt also vom ersten der Mitte zum ersten links ein gelbes. Dann geht es weiter mit Orange. Dann kommt Rosa. Rot. Grün, Türkis und Lila. Ihr könnt natürlich, wenn ihr mehr Farben habt, das erweitern, wenn ihr möchtet. Bei mir würde jetzt wieder Gelb kommen. Und wenn ihr es einfarbig macht, ja, dann ist es ja eh egal. So Gelb, Orange. Rosa, Rot und das letzte Grüne spannt ihr bis zum vorletzten, also nicht bis zum Schluss spannen, bis hierhin. Und jetzt geht es vom vorletzten Stift der linken Reihe zur Mitte. Und zwar wäre es dann Türkis, damit wir halt diesen Regenbogenverlauf nicht unterbrechen. So, jetzt geht ihr wieder vorne hin. Und macht das gleiche Farbenspiel wie auf der anderen Seite. Also ihr fangt an vom ersten der Mitte und geht zum ersten rechts außen. Und geht genauso wieder bis hinten durch in diesem Farbverlauf wie auf der gegenüberliegenden Seite. So, und auch hier wieder beim vorletzten, zum letzten zur Mitte gehen mit der gleichen Farbe und das wäre Türkis. So, jetzt drückt ihr euch da so ein bisschen runter und geht wieder nach vorne hin. Wir haben jetzt also den äußeren Rand gespannt und jetzt wird das Weiße, also was wir nachher oben drauf sehen, damit beginnen wir jetzt und das wäre in unserem Fall auch weiß. Und ihr fangt an, das drückt euch noch so ein bisschen runter. Und ihr fangt an mit dem Weißen beim ersten der Mitte zu starten und geht zum zweiten. Vom zweiten zum dritten. Vom dritten zum vierten. Und das macht ihr bis hinten durch
wo sich die beiden türkisfarbenen treffen. Und das letzte macht ihr auf die Türkis mit drauf, dass es so aussieht. Jetzt nehmt ihr euch ein türkises, ein weißes, wie ihr möchtet. Ich nehme jetzt weiß und wickelt es um diesen Stift zweimal drumherum. Oder ihr nehmt es in die Hand, macht es zu einer 8, kreuzt es auf euren beiden Fingern, macht es so drauf und stülpt es drüber. So, nun stellt ihr den Loom wieder so vor euch, als wenn ihr, ja, wie ihr angefangen habt, der Pfeil zeigt von euch weg. Und jetzt nehmt ihr eure dritte Farbe. In diesem Beispiel war es das Lila und hier bei den Regenbogenfarben nehme ich Gelb. Und zwar fangt ihr an, beim ersten Stift links und beim ersten Stift rechts zum zweiten Stift, genau, zum zweiten Stift in der Mitte. Das heißt, ihr zieht euch das Gelbe vom ersten Stift links über den ersten rechts zum zweiten in die Mitte und macht das ab. So sieht das jetzt aus. Jetzt nehmt ihr euch das nächste Gelbe und zwar geht das Gummiband vom zweiten der Mitte über den zweiten links, über den zweiten rechts und über den dritten in der Mitte. Also, zweiter Mitte, über zweiten links, über zweiten rechts und über dritten Mitte. So sieht das aus. Jetzt nehmt ihr euch die nächsten gelben. Jetzt startet ihr wieder beim dritten in der Mitte, über den dritten links, über den dritten rechts, über den vierten in der Mitte. Der nächste gelbe. Mitte, links, rechts, Mitte. Mitte, links, rechts, Mitte. Mitte, links, rechts, Mitte. So sieht das dann aus. Und das macht ihr bis hinten durch. So, jetzt sieht das hinten bei euch so aus, dass die Türkisen hier noch so frei sind und das Grüne auch. Und jetzt nehmt ihr euch das Gelbe, ein weiteres Gelbes, weil das muss ja auch noch irgendwie, ja, so wie hier aussehen. Das heißt, ihr geht von dem zweiten über den hier mit letzten von links über den mit rechts. Also, ich mache es mal so, dann seht ihr das besser. Ihr geht jetzt von diesem über links, über rechts und lasst es runter, damit ihr auch hier einen Abschluss habt. So sieht das aus.
Und jetzt dreht ihr den Loom um. Und dann geht es schon ans Volumen. So, ihr habt jetzt hier hinten den ersten Stift der mittleren Reihe. Da habt ihr das Umwickelte. Dann kommt das Gummiband, was von links kommt, was von rechts kommt, und hier oben habt ihr das noch von der Mitte. Also, Umwickeltes, Mitte, links, rechts. Und so müsst ihr das jetzt verloomen. Das heißt, ihr drückt das Umwickelte zurück, holt euch das erste Gummiband, was oben drauf liegt, das wäre das weiße, haltet euch das Umwickelte ein bisschen fest, gebt es um den Stift herum und gebt es nach vorne, also auf den zweiten Stift von hinten, in der Mitte. So. Jetzt, wenn ihr euren Stift anguckt, seht ihr, dass das von links kommt, da kommt das von rechts. Das heißt, wir machen zuerst das, was von links kommt. Ihr drückt das Umwickelte zurück, holt euch das Gummiband, was von links kommt, gebt es um den Stift herum und gebt es nach links. Jetzt müsst ihr noch das euch holen. Ihr geht wieder hinein, holt euch das Gummiband, was von rechts kommt, um den Stift herum und nach rechts. So sieht das jetzt aus. Und jetzt geht es weiter. Es wird jetzt immer der Verlauf sein: links, rechts, Mitte und dann diese einzelnen drüber heben. Auf den davorliegenden Stift. Also, wir holen uns zuerst das linke, das heißt, wir holen uns hier das grüne. Wir drücken alles zurück, sodass wir nur noch das grüne sehen, holen es uns und geben es nach vorne. Wir gehen auf die rechte Seite, wir drücken alles zurück, holen uns das Grüne, was von dem vorderen Stift kommt, um den Stift herum und nach vorne. Wir gehen in die Mitte. Alles zurück, dass wir nur das Weiße sehen, was von vorne kommt. Holen es heraus und geben es nach vorne. Jetzt habt ihr, bevor ihr jetzt hier diese roten euch holt, seht ihr ja diese gelben, also da praktisch alles Gelbe, das hängt hier noch drauf. Das holt ihr euch um den Stift herum und gebt es rüber zur Mitte. Jetzt geht ihr auf die rechte Seite, auch da seht ihr das Gelbe noch hier hängen. Holt es euch um den Stift herum und zur Mitte. Jetzt geht es wieder weiter, links, rechts, Mitte, also linkes holen, nach vorne, rechtes holen, nach vorne, Mitte holen, nach vorne. Jetzt gehen wir wieder an dieses linke, holen uns das gelbe zur Mitte. Jetzt gehen wir wieder an das rechte, gelbe holen und zur Mitte. Jetzt geht es weiter. Links, rechts, Mitte, drüber heben. Also, wir holen uns links, geben es vor. Wir holen uns rechts, geben es vor.
Wir gehen zur Mitte, geben es vor. Wir gehen zu links, holen uns das Gelbe zur Mitte. Wir gehen rechts, holen uns das Gelbe zur Mitte. Wir gehen wieder an dieses linke und holen uns das, was von vorne kommt und geben es nach vorne. Wir gehen rechts, holen uns das Gummiband, das von vorne kommt und geben es vor. Wir gehen zur Mitte, holen uns das Weiße, also wichtig ist wirklich, dass ihr alles zurückdrückt, geben es nach vorne. Jetzt gehen wir links, holen uns das Gelbe zur Mitte. Wir gehen rechts, holen uns das Gelbe zur Mitte. Wir gehen links, holen uns das Gelbe, was von vorne kommt, geben es nach vorne. Wir gehen rechts, holen uns das, was von vorne kommt und nach vorne. Wir gehen zur Mitte, holen uns das Weiße und geben es nach vorne. Wir gehen hier zu links, holen uns das Gelbe von der Mitte, geben es zur Mitte. Wir gehen rechts, holen uns das Gelbe und geben es zur Mitte. Wir gehen links und geben es nach vorne. Rechts, geben es nach vorne. Mitte, geben es nach vorne. Links holen, zur Mitte. Rechts holen, zur Mitte. Und das macht ihr jetzt bis hinten durch. So, jetzt seid ihr hier oben angekommen
Auch da geht es ganz einfach weiter. Ziel muss es sein, dass hier oben alle dann drauf sind. Das heißt, ihr fangt auch hier wieder an, links nach vorne, rechts nach vorne, die Mitte nach vorne, wirklich alles zurückdrücken und das Weiße holen und nach vorne. So, jetzt haben wir hier das, was wir im Dreieck vorhin als allererstes gespannt haben. Auch hier nehmt ihr euch das einfach nur raus, um den Stift und zur Mitte geben. Rechts genauso, um den Stift herum zur Mitte geben. Drückt euch ein bisschen runter. Und jetzt müssen noch die zwei letzten verlumpt werden. Das heißt, einfach hier reingehen, Stift herum zur Mitte. Und auch hier um den Stift herum zur Mitte. So, jetzt nehmt ihr euch, ich würde sagen, ein weißes Gummiband, weil wir hier unten ja auch ein weißes genommen haben. Und ziehen uns oben alle Gummibänder auf dieses eine Gummiband. Ihr geht dafür hier in den Stift hinein. Lasst es hier an der Seite rausgucken. Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr mit dem Hook alle Gummibänder umschlossen habt. Nehmt euch das Weiße drauf und zieht es euch durch. Also ihr könnt das hier so hin und her bewegen, wenn ihr das richtig gemacht habt. Macht das andere Ende mit drauf und dann zieht ihr alles ab. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dürften wir das Armband gleich fertig sehen. Falls ihr irgendwas vergessen habt zu verlumen, dann würde es auseinanderfallen. Also schauen wir mal. Sieht recht gut aus. Und fertig. So, ihr seht, da haben wir den schönen Regenbogenverlauf. Darunter haben wir das Gelb und obendrauf das Weiß. Jetzt passt das ja aber noch nicht um euer Handgelenk herum. In der Größe könntet ihr es zum Beispiel als Schlüsselanhänger verwenden. Ihr würdet dafür hier oben diese zwei ineinander verknoten. Das heißt, dass ihr das erste durch das zweite zieht und lang zieht. Und hier unten könntet ihr ja, dieses Teil dran machen und wo euer Schlüssel dann dran ist. Wäre ein Beispiel zum Beispiel. So, jetzt nehmen wir euch euren Loom nochmal. Und ich würde sagen, damit das hinten nicht ganz so dünn ist, nehmt immer zwei. Ihr könnt jetzt die Farben wählen, wie ihr möchtet. Nur gelb, nur weiß oder regenbogenfarben. Ich mache jetzt kunterbunt. Also ich nehme jetzt immer zwei Gummibänder. Vom ersten zum zweiten. Vom zweiten zum dritten. Hier habt ihr bestimmt für euch schon entdeckt, wie viel ihr spannen müsst, damit es um euer Handgelenk passt. Ich mache das Beispiel mal jetzt mit 6 Gummibändern. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, braucht ihr mehr, dann macht mehr dran, weniger, dann macht es weniger. Wie gesagt, dass es euch passt zum Schluss. So, jetzt nehmt ihr diese zwei, die hier auf dem Hook sind, so in den Finger. Gebt es auf diesen Stift. So, jetzt habt ihr die beiden hier. Und jetzt zieht ihr die nochmal euch zum nächsten Stift. Dass es so aussieht. Und jetzt verlumpt ihr einfach nur noch die bunten Gummibänder. Um den Stift herum, nach vorne. Um den Stift herum, nach vorne. Jetzt braucht ihr nur noch den C-Clip, weil das jetzt hier zu dick ist. Also ihr habt ja jetzt hier 4 Gummibänder. Würde ich euch sagen, nehmt einfach noch ein weißes oder ein gelbes. Ich würde jetzt ein weißes nehmen, weil wir hier vorne mit dem weißen aufgehört haben. Zieht euch das Weiße hier hindurch. Dass ihr nur zwei auf dem Hook habt. Und zieht das Ganze jetzt ab.
So, jetzt braucht ihr euren C-Clip. Meiner ist verschwunden. So, da ist er wieder. Jetzt nehmt ihr das euch hier so runter. Zieht euch das so ein bisschen lang. Und klemmt euren C-Clip ein. So, nochmal kontrollieren, dass auch wirklich die drinnen sind. Jetzt guckt ihr, wie rum euer Armband richtig ist. So muss es dran. Jetzt könnt ihr euch hier die zwei umwickelten, die zwei weißen in meinem Fall nehmen, auf den Hook geben. Zieht ihr euch straff und klemmt auch hier den C-Clip ein. Durch beide Gummibänder. So, guckt nochmal, ob alles schön fest ist. Und fertig ist euer Armband. Entweder so, dass der Verlauf nach unten geht, oder so. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Falls es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Und würde mich freuen, wenn ihr weitere Videos von mir anseht. Tschüss!